This is Dr. Abraham Weisfeld speaking from Jerusalem here in January 29th, 2018, and we are interviewing Rabbi Meir Hirsh of Neturei, Karta International here. And we would like to inform the listeners in North America as to the developments here in Jerusalem with respect to the conscription crisis that the Zionist government is trying to impose upon the Hasidic youth who should be studying in their school system rather than going to do military duty on behalf of the occupation. Azoy megayt reden Yiddish, fin de militärische Gestanden, was will haben die jinge Chassidim du in Meer Shearim, and this is etwas, was der Menschen dort in the United States, in Canada, and the ganze Welt weiß gar nicht, was geschehen du. And the journalistische Weg will nicht wissen von der Sache. Mm-hmm. Because sie können nicht verstehen, wie soll Israel schlucken mit Jeden also in der Gas. Yeah. Was geschieht jetzt? Ich lade mal ein bisschen historisch die Sache, damit man soll verstehen, wie sie sich zerverkalkelt, die ganze Sache. Yeah. Ohne die Medine, ob die Militär gewollt nehmen, jüdische Mädlach in Militär. Hm. Es war ein größer Geschrei von allen Rabbonim. Und der Chazanisch hat gesagt, als ey, sie nehmen jüdische Mädlach, darf man sich losen Hargenen und nicht gehen im Militär. Dieselbe Sache hat gesagt, ist auf Bochrim, chassidische Bochrim zu gehen im Militär, ist dieselbe Sache von Jehorik und Aliyahu, und darf man sich losen Hargenen und nicht werden gedienen im Militär. Mit den Jahren ist geworden, als er so, so ein Messader gewesen, als er mir so sagt, als die Bochen, die lernen in die Yeshivas, davon kommen in die militärische Abteilung und sagen, dass wir sie abstücken auf eine Jahrzeit, dem gehen im Militär. Ein Jahr noch? Jeden Jahr darf man die Banaien dem abstücken. Der Meise ist geworden, dem letzten Albjahr ist der Bagatz, die Oberrichters von der zionistischen Medine, ob man wartet, wenn dem Seder von können machen eine Abstufung. Und dann muss ich sagen, dass alle Bochrim dürfen gehen im Militär. Alle jüdischen Bochrim dürfen gehen im Militär. Die meisten in der jüdischen Community hier in Jerusalem, in Bnei Brak, in der Allerherter, haben aufgestellter Widerstand, als sie wird nicht sein als eine Sache. Wir können nicht nehmen jüdische Menschen im Militär. Zudem noch ist zugekommen noch Menschen, die haben gesagt, dass der Militär ist ein Militär, was heißt in Hebräisch ist es ein Zawakowesch. Ein Militär, was nimmt ein anderes Volk. Und in einem Militär wollen sie nicht dienen. Weil es ein gegen sehr Gefühl, ein gegen sehr jüdische Gefühl. Ja. Dabei weiß man noch nicht, was geht sein. Aber der Bagatz hat gepasst, als man darf alle Yeshiva-Leute dürfen gehen im Militär. Mhm. Das ist jetzt der, genau eine neue Sache, was ich in den letzten halben Jahren und wir wissen noch nicht, was wir kennen wegen dem. Ist du schon jünger Chassidim, die sind reingegangen zu der Prison? Die sind reingegangen und sind reingegangen in Jail, sind sie reingegangen. Ja. Andere sind gesetzt in 3 Monate, andere 4 Monate, mhm. andere 6 Monate. Mhm. Aber gehen im Militär geht man nicht, auf den Schumpfall nicht. Mhm. Wie viele jungen Chassidim sind jetzt in der Jail? Jetzt der Mami ist alles eine schon rausgegangen, nur einer ist geblieben. Ah, okay, gut. Ja. Was meinst du, geht geschehen mit den palästinensischen Araben? Du, wie soll ich mein Leben zu einem? In der Remessen ist, als die Zionim, das zionistische Regime, will nicht machen, keine Schumsache für die Palästina. Sie wollen nicht geben kein State, sie wollen nicht geben Al-Quds, sie wollen gar nicht geben für die Palästina. Und die Palästina haben nicht, was, sie haben nicht schon weg, wie zu herausgehen von der ganzen Sache. Ja. Die schlagen sich schon sehr viele Jahre und Amerika hat sich zugestellt zu sehen. Mhm. Und wir können gar nicht machen. Mhm.
So I can the Yidden do, for instance, with the palestinische Menschen, weg dann die Gedenken. Wir uns orthodoxische Yidden do in the old city, in Al-Quds, gewohnt bei Schchenes, Schochen, gewinn a Palästina, a Yid, a Palästina, a Yid. Am gedaf Babysitter, und a Yid gegeben bei der Araber, und der Araber gegeben bei den Yidden. In die Tag von der Ramadan-Fastung haben die Yidden in Altstadt nicht gekocht, den ganzen Tag, kein Schum gekocht, gedeis und streng in der Reich von den Essen von den Palästinern. Nur bei Nacht hatten gekocht. Also hat man mit Chavit gewinnt einer dem Zweiten. Und wir alle haben eine Hoffnung, dass das zionistische Regime hat während uns und mit Krieg sein, als wie mit Amol gelebt zusammen mit den Palästinern, mit Brüderschaft und mit guten Schreinus und alle Sachen, was es gewinnt alle Jahre. Sehr gut. Okay, gedanke.